So, ihr Lieben, ich habe hier ein wundervolles Paket von der lieben Manu liegen. Leider schon viel zu lange, weil mir ging es nicht so gut. Und ich habe ja dann auch gesagt, du, ich kann mich zurzeit über nichts freuen. Und ich möchte dein Paket auch zu einem Zeitpunkt ausmachen, wo ich mein Leben wieder genießen kann, wie man es halt so gewöhnt ist. Und ja, ich habe hier, denke ich mal, einige Kerzenüberraschungen. Und die möchte ich jetzt mit euch auspacken und dann auch anzünden. Ich habe jetzt auch gut 2 Monate lang fast nichts angezündet. Ich glaube, ich hatte Leaves von Bea an und Eiscreme, beziehungsweise nee, Erdbeersoße von der Jutta. Und das war's. Also es war kerzentechnisch etwas trist. Und mal gucken, ob ich euch dann Ende Juni, also Anfang Juli, zeigen kann, was ich im April, Mai, Juni verbraucht habe. Wir werden sehen. Hier sehe ich auf jeden Fall schon einige äußerst coole Sachen. Wir legen einfach los. Also, wir hatten hier von Isana Young Strawberry Milkshake. Ein Duschmus. Das klingt ja übelst lecker. Viel riecht kann ich nicht. Ich will es jetzt aber auch nicht in der Wohnung rumspritzen. Es sieht auf jeden Fall aus wie eine Schlagsahne-Verpackung. Übelst genial. Das macht bestimmt viel Spaß, wenn man da so einen fetten Batzen Mousse bzw. Schlagsahne in der Hand hat. So, und ach, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Da wir gerade dabei sind, von Disney Princess eine Lippenmaske. Oh, süß, ne? Schneewittchen. Und alles schön in dem rosa Feeling. Ich wusste gar nicht, dass es eine Lippenmaske gibt. Good to know. Fest sich auf jeden Fall. Ja, hier hat man auch so diesen Abdruck, falls ihr das seht. Ja, den tut man dann drauf und äußerst witzig. Da werde ich am Wochenende ein bisschen Wellness betreiben. Dann haben wir hier Teechen. Und zwar, was haben wir denn Schönes? Das sieht ja auch gut aus. Numi Organic Tea White Rose. Die Marke habe ich noch gar nicht gesehen. Dann Sweet Kiss Kirsch-Erdbeer. Den mag ich auch sehr. Dann haben wir hier noch weißer Tee, Pfirsich, Vanille. Oh, great, das ist immer gut. Und was haben wir noch? Grüner Tee, Orange, Ingwer. Eine ordentliche Mischung, die, denke ich mal, auch gut in den Sommer passt. Meine Tee kann man immer trinken, wenn ihr mich fragt. So. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier so richtig. Oh, Vanilla-Lime. Definitiv auch ein sommerlicher Duft. Da hatte ich, glaube ich, sogar mal ein großes Glas hier. Ja, sehr süß, ein bisschen leimig, also ein bisschen Limette. Und ich habe den immer sehr gern im Bad an. Jo, ein großes Glas ist hier drin auch. Ich glaube, ich weiß, was es ist, weil wir hatten vor einer halben Ewigkeit mal darüber gequatscht. Ich habe nämlich auch 2 oder 3 Gläser für die Manu. Zum Tauschen habe ich zurzeit so gut wie nichts, weil ich halt nichts bestelle und auch keine Tauschpakete mache. Und ich mache keine Tauschpakete, weil ich nichts habe, was ich tauschen kann. Und aber ich habe ein paar Gläser, die sich bei der Manu, glaube ich, ganz gut wohlfühlen. Und jetzt, wo es mir langsam ein bisschen besser geht, kann ich ihr dann auch endlich das Päckchen fertig machen. Es war eine schwierige Zeit. So, von Iceflower, Bubbly Tea, auch hier Fett, was zum Anbrennen, riecht gut nach Pfirsich, aber ich glaube, hier ist irgendwas Florales drin. Da muss ich mal gucken. Also es ist was Süßes, es ist was, was Pfirsichmäßiges, finde ich. Aber irgendwas Florales, es kann sein, dass der mir warm nicht gefällt. Wäre dann aber was für meinen Spatz. Müssen wir ausprobieren. Oh, Plum und Rhubarb, also Rhabarber von Wohlfühlmomente. Ich liebe Rhabarberdüfte von Wohlfühlmomente. Die Doris, die macht das richtig gut. Oh, sag mal her. Oh ja.
Also der Rhabarber überwiegt, aber ich meine, gut, Rhabarber ist auch ziemlich heftig. Ja, der riecht schön. Ein sehr, sehr, sehr schöner Sommerduft. Der, denke ich, bei mir auch überall brennen kann. Dann haben wir hier von Duftimpressionen. Oh, Pistachio Cream Cake. So sieht es von vorne aus. So von hinten. Nicht zwingend ein Sommerduft. Ich würde ihn eher im Herbst-Winter anbrennen lassen. Ja, fettes Pistazien-Mandelaroma. Schön süß, schön nussig. Aber wahrscheinlich nichts für den Sommer. Da wird es mich wahrscheinlich nicht hinziehen. Von der Jutta. Oh, Erdbeere, Kiwi. Yum, yum. Ich mag ja Erdbeer- und Kiwi-Düfte. Habe ich auch schon fleißig bestellt bei der Bea. Die ich dieses Jahr noch gar nicht anhatte, Erdbeere, Kiwi, muss ich sagen. Die Erdbeere kommt voll raus. Und die Kiwi ist ein bisschen im Hintergrund. Und ich habe das Gefühl, dass ich noch ein bisschen was, was Mandeliges oder irgendwie was leicht sahniges, nussiges im Hintergrund habe. Definitiv auch ein leckerer Sommerduft. So, dann haben wir hier noch was zum Wohlfühlen. Kokos, Vanille, ein Zuckerduschpeeling. Sehr cool. Mit Öl. Es ist quasi alles drin. Witzigerweise habe ich mir vor ein paar Wochen jetzt auch Duschpeeling selbst gemacht mit Öl, Zucker und einer ganzen Bio-Zitrone, die ich gecrushed habe. Und das Zeug riecht auch absolut lecker. Ich bin zurzeit heiß auf Duschpeeling. Was aber auch daran liegt, dass mein Lieblingspeeling von Balea, dass es das nicht mehr gibt. Und zwar ist das totes Meersalz mit Lemongrass. Und jetzt gibt es nur noch ohne Lemongrass. Und das Zeug riecht pervers, ekelhaft. Ich habe, es ist eins der wenigen Produkte, die ich einmal benutzt und danach weggeworfen habe. Weil ich dachte auch, dass ich diesen Duft niemandem antun kann. Total schade. Ich hab den echt geliebt. Und habe mir deswegen einfach mein eigenes Peeling gemacht. Von Goose Creek. Oh, White Chocolate Buttercream. Oh, das ist ein süßer, das ist ein Schweinchen. Seht ihr das? Ja, ich denke, man kann es erkennen. Schweinchen. Ja, ein ganz leichtes Vanillearoma. Ob ich da jetzt... Ja, doch, hier in der Tüte rieche ich die weiße Schokolade. Ist ein sehr, sehr sanfter, süßer Duft. Wenn man es mal ein bisschen kuschelig haben möchte, eventuell für mich wieder ein Herbst- und Winterduft. Weil da brauche ich es immer ein bisschen süßer. Von Iceflower White Mountain Honey. Ich gehe es los, ne? Fein. So, wild unterbrochen. Ein Honigduft. Der eher ein bisschen aussieht wie Rainbow Cake. Oh ja, der ist auch sehr stark. Also der Honig ist sehr stark, gefällt mir. Ich habe hier aber noch eine florale Note. Ich glaube, den werde ich bei meinem Spatzel einfach mal im Zimmer anzünden und der wird da abgehen. Vermute ich. Ich lebe dann meistens ein bisschen Reis aus. Von Goose Creek Jingle Bells, den hatte ich, glaube ich, schon mal. Und ich bilde mir auch ein, dass ich den sehr gut fand. Zeig mal her. Ja. Ich kann euch nicht sagen, nach was der riecht. Der hat was, ein bisschen was Weiches, Süßes, aber nicht zu vanillig. Ein bisschen was Frisches. Und vielleicht noch irgendwie so ein bisschen weißer Tee. Wahrscheinlich steht dort was ganz anderes drauf.
Aber ich finde, der ist so ein bisschen, wirklich ein bisschen nach Aromatee, eine Idee süß und eine Idee frisch. Also den mochte ich letztes Jahr sehr gerne und ist fast ein bisschen schade, dass ich nur ein Nugget habe. Aber vielleicht fühle ich mich dazu mal animiert, mir den zu kaufen in groß. Von der Bea, Creamy Lime Pie. Yum, yum. Ich habe es ja leider verpasst, bei der Bea zu bestellen. Und fand ich ein bisschen schade. Also ich habe noch jede Menge Düfte von ihr, die ihr immer nicht seht, weil bei mir ist es ja immer so, ich mache ja die Hälfte und die zünde ich an und die andere Hälfte, die hebe ich mir dann irgendwann auf. Ne? Und deswegen dauert das immer Ewigkeiten, bis ich Düfte leer habe. Und ich habe noch eine ganze Menge vom Herbst. Aber von einigen Schätzen brauche ich eigentlich dringend Nachschub. Aber dann dachte ich mir, wegen zwei Düften zu bestellen. Aber man könnte die zwei Düfte natürlich auch dreimal bestellen. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Restock bin ich dabei. Oh ja. Das ist eine richtig kräftige Limettennote. Mit ein bisschen süß. Riecht nach irgendwas, was ich letztens benutzt habe. Vielleicht sogar nach meinem Zuckerpeeling. Oder ich mache ja jetzt so Deo-Creme selber und dort mache ich auch Zitronen- und Limettenduft oder Zitronengrasduft rein. Und in letzter Zeit ist es bei mir sehr zitronig und dieser Duft erinnert mich extrem daran. Sehr lecker. Orange Splash, immer wieder gern gesehen. Da hatte ich, glaube ich, einmal Pech. Da hatte ich ein Part da, was nach Nisch gerochen hat. Ja, also hier ist es da. Es riecht, der hier riecht nach Orangentee. Ich liebe Orangentee. Kaufe ich mir auch jedes Jahr immer ein paar Packungen. Am liebsten von dieser Sandmännchen-Firma. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da ist der Sandmann drauf. Ist es der Sandmann? Ich glaube schon. Auf jeden Fall absolut gern gesehen. Vielen Dank. Wird fast sofort angebrannt. Ich glaube, vorher mache ich noch einen Bea-Duft alle. Einen unserer Lieblingsdüfte. Ich habe nämlich noch ein ganz kleines Stückchen von Leaves da. Und ich glaube, den muss ich demnächst erstmal noch alle machen. Dann nicht sicher, eventuell von der Bea, eventuell Vanille Buttercream. Bleiben wir gespannt. Überraschungsdüfte hier. Ja, ist auf jeden Fall Vanille. Die Form erinnert mich aber nicht an Bea. Ja, definitiv ein fetter, weihnachtlicher Vanilleduft. Und an was erinnert mich die Form? Eher an, ist das Traumdüfte? Kann das Traumdüfte sein? Auf jeden Fall, ich glaube, Bea hat solche Schokoladentafeln, bilde ich mir ein, nicht. Das hier sieht viel eher nach der Bea aus, ist aber. Ach, die Wachsmacherei. Genau, da wollte ich mal auch noch bestellen. Cherry und Peaches. Da gibt es nämlich auch solche Brittles. So, zeig mal her. Bestimmt ein Sommerduft. Oder ein Winterduft. Also ich muss sagen, die Pfirsiche kommen nicht raus. Es ist ein Kirschmarzipanduft. Und ich nehme an, dass die Manu mir das deswegen geschickt hat. Ich glaube, die Manu ist, glaube ich, gar kein Kirschduft-Fan, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist ein Marzipanduft. Dementsprechend nichts für den Sommer. Von Goose Creek, Rary Berry, also sehr bärig. Ich bin ein großer Bärenfan. Es muss mir also gefallen. Immer wenn ich das sage. Nö, 1A. Blaubeere ist sehr intensiv. Aber er ist trotzdem sehr, da, sehr sanft. Also es ist kein Blaubeermuffin und kein Blaubeermus, sondern ein schöner, sanfter Bärenduft. Gerne mehr davon. Von Bea's Rex Bakery Watermelon Lemonade. Auch total süß. Die kenne ich noch gar nicht. Das sind, glaube ich, so Bienchen. Und ansonsten hier die Eulen. So, oh ja, es kommt mir schon entgegen. Oh ja, so süß. Ja.
eine schöne sanfte Wassermelone. Nicht zu in your face. Riecht sehr lecker. Könnte ich am liebsten gleich reinbeißen. Aber es ist noch nicht ganz Wassermelonenzeit. Aber bald. Von Wohlfühlmomente: Ruby Red Grapefruit, yummy. Raspberry Jam, yummy. Cream Cheese Frosting. So, das wird eine interessante, fette Duftmischung. Sehr lecker. Ja, also das Grapefruitige ist schon schön frisch und die Raspberry ist schön süß und das Frosting rundet das ab. Unfassbar. Ich hätte gedacht, jetzt kommt irgendwas pervers Süßes hier raus, aber der riecht richtig genial. Und ich glaube, ich kann von diesem Tart viermal eine Duftkerze anmachen. Sehr, sehr gerne. So. Wir haben ja noch ein bisschen was. Das Video wird mal wieder länger. Von Duftimpressionen heiße Kirsche. Das klingt ja wieder nach Winter. Komm raus. Ja, aber eine sanfte Kirsche. Ja. Eine sehr, sehr, sehr sanfte Kirsche. Ich glaube, den kann man auch jetzt anmachen. Und riecht so, als ob da noch ein bisschen Vanilleeis mit drin wäre. Also diesmal ein Sommerduft ohne Marzipan. So, von der Wachsmacherei Blue Cotton Candy. Ja, eine sanfte, leichte Blaubeere. Ein bisschen süße Zuckerwatte, aber auch nicht zu in your face. Also der ist schön sanft, da wird mein Männchen nicht gleich Reis ausnehmen. Ach, sehr schön. Von Yankee Candle White Strawberry Bellini. Den wollte ich ja unbedingt mal ausprobieren und habe es immer noch nicht geschafft. Das ist ja, glaube ich, der Sommerduft vom letzten Jahr. Ich bin gar nicht up to date. Ich habe absolut keine Ahnung, was dieses Jahr die Frühlingsdüfte waren oder was die Sommerdüfte sind. Ich bin völlig raus. Ich habe aber auch, ich glaube, das ganze Jahr, fast kein YouTube geguckt. Weder Kerzen und Bücher, auch nur sehr, sehr wenig. Ich bin ein bisschen raus zurzeit. Ja, ist ein schöner Erdbeerduft. Und so ein bisschen wie ein Strawberry Daiquiri. Also es ist ein bisschen was Perliges mit drinne. Und ist, denke ich mal, ein schöner Duft für ab 17 Uhr nach einem langen Arbeitstag. Und da hat man so ein bisschen Cocktail-Feeling. Das sieht ja auch... wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Strawberry Chupa Chups. Sehr, sehr spannend. Und da haben wir hier die Hälfte. Die Manu verwöhnt mich. So. Ja, aber ganz dünne. Also ich glaube, da kann man ordentlich was in die Duftlampe geben. Der Erdbeerduft ist kaum vorhanden. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Chupa Chups, das wird jetzt die übelste Duftimpression. Und aber wirklich, der Duft ist wahnsinnig dünn. Ich glaube, so einen leichten Erdbeerduft hatte ich noch nie in der Hand gehabt. Oh, Sommerbeeren. Mal sehen. Sommerbeeren. Ich liebe ja Bärendüfte. Naja, die Manu weiß Bescheid. Oh ja. Und das ist der erste Duft, den ich jemals in der Hand hatte, der als erstes nach schwarzen Johannisbeeren riecht. Ah, schwarzen Johannisbeeren oder Josterbeeren. Oh ja, ich liebe diesen Duft. Und letztes Jahr war ich ja im Sommer in der Klinik und mein Spatze hat aber die schwarzen Johannisbeeren und Josterbeeren abgenommen und hat, glaube ich, 8 oder 10 Gläser
Marmelade eingekocht, von der wir immer noch zehren. Und dieses Jahr sind durch den späten Frost alle Beeren abgefallen. Und ich bin total traurig. Und ja, und ich liebe auch den Duft und den Geschmack. Und dieses Jahr gibt es keine Ernte. Weiße Schokomandeln von, ach, die Duft, die Wachsmacherei. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, fette Schokolade. Von den Mandeln rieche ich aktuell noch nicht allzu viel. Definitiv ein Duft für ab Oktober. Vorher wird das in diesem Haushalt nichts. Was hatte ich denn hier letztens angemacht? Ich glaube, ein Duft von der Bea Pecan Waffles oder so ähnlich. Mein Mende ist zuerst reißaus. Also der riecht quasi in dem Melt-Cup total lecker, aber es ist Juni. war keine so gute Idee für uns. Von Yankee Candle Strawberry Lemon Ice. Habe ich auch noch nicht gehört. Klingt lecker. Ja, riecht aber. Riecht dem Strawberry, White Strawberry Bellini, was das war. Wo ist denn hingeschmissen? Ihr wisst, was ich meine. Sehr ähnlich. Und hat nur ein bisschen Spritz weniger. Also ebenfalls ein schöner, spritziger Erdbeerduft für besonders heiße Tage, die sicherlich noch kommen werden. Von Yankee Candle, Warm Kashmir. Der ist eventuell nichts für mich, aber für mein Männchen. Ja, das ist mir zu parfümig. Aber wie gesagt, ich kann schon mal vielen Dank von der anderen Seite der Wohnung ausrichten. Von Duftimpressionen, Himbeerjoghurt. Das klingt auch sehr gut. Riecht auch gut, aber sehr, sehr sanft. Muss man dann gucken, wie viel aus der Duftlampe rauskommt. Es ist so ähnlich wie der Chupa Chups. Also beide geben nicht allzu viel Duft von sich, aber lecker. Fett. Von Yankee Blackberry Tea. Duft sagt mir auch nichts, aber ich habe hier zwei fette Muscheln bekommen. Kann ich bestimmt mindestens 6-mal den Duft anmachen, wenn er mir gefällt. Sieht auf jeden Fall, also die Farbe ist wunderschön. Es ist so schwarz-dunkel-lila. Der hat auch was Starkes, aber das Starke ist nicht die Blackberry. Es ist fast so, als ob der Tee stärker ist als die Frucht. In der Tüte ist mehr Frucht. Ich denke, der muss sich dann warm ein bisschen ausbreiten. Aber ich glaube, das ist ein schöner, neutraler Duft, den man in jeder Wohnung, in jedem Raum super anbrennen kann. Also ich glaube, der wird richtig cool und auch Jahreszeiten unabhängig. Von der Bea Cucumber Splash. Den Duft mag ich ja auch von, ich glaube von Goose Creek ist der. So ein bisschen was Frisches, Gurkiges. Ja. Ja, es ist so eine Art Duschgel, Dufterfrischer, Duft 1A, ab in das Bad und freuen. Von der Jutta, habe ich vorhin immer Jutta gesagt? Wohl für einen Moment ist die Doris, falls ich da irgendwann mal Jutta gesagt habe. Ist mir gerade aufgefallen. Von der Jutta Erdbeer-Vanille. Wohlfühlmomente ist die Doris, falls ich nicht davon quatscht habe. Oh ja, lecker. Ich liebe aber eh die Erdbeerdüfte von der Jutta, von daher
Ist ein schönes Erdbeeraroma, aber die Erdbeersoße, die ich von ihr habe, das ist halt so ein richtiges Erdbeerpüree. Und das hier geht durch die Vanille ein bisschen Richtung Erdbeereis, weil man das Erdbeerpüree hat mit so einer bisschen vanilligen Süße. Von Yankee Saltwater Taffy oder Toffee. Klingt auf jeden Fall nach einem coolen Bad- oder Küchenduft. Ja. Ja, man hat ein bisschen was Frisches, aber auch eine Idee. Einen kleinen Spritzer Süße. Ich glaube, der ist auch relativ neutral. Den muss man nicht mal ins Bad tun, sondern ich glaube, das ist ein schöner, frischer Duft für jeden Raum, vor allem im Sommer. Von Iceflower Sweetable Lavender Petals. Die Mann versucht mich immer mal davon zu überzeugen, dass dass Lavendel super ist. Und sie hat mich auch schon relativ überzeugt. Mache ich immer gern abends an. Ja, ist ein sanfter. Ein sanfter, leicht süßer Lavendelduft. Ich glaube auch mehr für Herbst als für Sommer, aber Lavendel kann man immer haben. Mache ich übrigens auch zurzeit in unsere selbstgemachten Deos. Also ich habe ein zitroniges, wo ich jetzt auch noch mehr Grapefruit-Öl geholt habe und ein lavendeliges. Und dann habe ich noch ein männliches mit Zirbelkiefer und Sandelholz fürs Männchen. Das hier ist leider ein bisschen verrutscht. Könnte irgendwas wie Juicy Lime Pie sein. Passt auf jeden Fall von der Farbe und bestimmt auch schön im Sommer, ja. Riecht wie der Lime, Sweet Lime. Wie hieß der jetzt nochmal von Yankee Candle? Lime Vanilla. Ja, riecht wie Lime Vanilla von Yankee Candle. Frisch, spritzig, sommerlich. Von Yankee Peeps. Das ist ja eher so ein süßer Zuckerwattegeruch. Sehr gern im Winter gesehen. Eine süße Zuckerwatte mit Vanille. Die Vanille ist aber nicht zu stark. Also zum Beispiel Vanilla Cupcake ist da so eine richtige Duftbombe. Und der ist dann noch ein bisschen sanfter. Von Duftwölkchen Angel Kiss. Höchstwahrscheinlich auch eine süße Vanille, vermute ich. Da haben wir zwei solche. Oh, die kleben jetzt aneinander. Das ist jetzt einfach zu warm. Aber es sind zwei Pfötchen. Es ist was Süßes allerdings. Irgendwas anderes. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall kein Vanilleduft. Und es riecht sehr angenehm. Also sehr, sehr angenehm, neutral. Ich kann euch aber leider nicht sagen, nach was es riecht. Das ist auf jeden Fall nicht floral. Es ist nicht beerig, süß. Es ist nur ganz leicht süß. Es ist nicht vanillig. Ich denke, der ist super angenehm. So, Woodwick. Ja, ich glaube, bei Woodwick hatte ich noch kein einziges Mal Glück. Sweet Lime Gelato. Hätten wir also Eis. Der riecht aber nicht schlecht. Der ist nur bei Woodwick meistens so ein komischer Unterton. Aber es ist leicht limettig und ein bisschen süß und auch nicht zu süß. Also aktuell könnte das eventuell der erste Woodwick-Duft sein, mit dem ich etwas anfangen kann. Dann für einen Yankee Candle noch Cotton Candy. Der ist meiner Ansicht nach Pieps ja sehr ähnlich. Und riecht, glaube ich, so ein bisschen wie angebrannte Zuckerwatte. Ja. So
So, ich glaube, den kann man auch zu jeder Jahreszeit anbrennen. Aber ich hatte es mir angewöhnt. Ich glaube, Cotton Candy ist einer meiner ersten Düfte gewesen vor 10, 12, 15 Jahren, weiß der Geier. Und ich hatte mir das angewöhnt, den immer zu Weihnachten anzuhaben. Und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Strawberry Rouge von Ice Flower. Das klingt ja auch sehr gut. Ein schönes Erdbeerpüree, vielleicht mit einer Idee Rose oder eine ganz kleine florale Idee. Könnte bei mir was werden. Die Strawberry riecht auf jeden Fall extrem lecker. Und der letzte Blue Raspberry Slushy von der Bär. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal und war davon auch sehr überzeugt. Ist ein schöner Blaubeerduft. Nee, Quatsch. So ein bisschen brombeerig. Brombeerig-vanillig. Brombeerig-himbeerig. Mit ein bisschen süß. Also sehr angenehm. Also den werde ich zerteilen, sodass ich den zweimal anmachen kann. Und gerne, hier ist er nochmal, gerne in jedem Raum. Also wirklich ein sehr schöner, leckerer Duft. Und das Glas. Oh ja. Sweet Candies. Wo ich mir gar nicht sicher bin, warum Manu den hat, weil es ein Kirschduft ist. Der ist auch noch. Komplett. Wobei von mir bekommt sie auch einen, der noch nicht angebrannt wurde. Ja, es ist ein ganz leichter Kirschduft und viel süß. Also wirklich so Candy süß mit einer leichten Kirschnote. Wie so ein Kirschbonbon. Sehr, sehr, sehr lecker und vielleicht mache ich den auch als erstes heute an. Ich glaube, da müsste auch mein Spatzel damit klarkommen. Jo, ich wusste, dass der mit zur Auswahl stand. Ich glaube, Peaches and Cream hatte sie mich gefragt, aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihr dazu geantwortet habe. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich mit diesem großen Glas. Ah, voll Kirschbonbons. 1A. So, freue ich mich mega. Oh, sieht auch so lecker aus. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich hatte den mal, als die neu waren, hatte ich mir die, glaube ich, als Votivkerzen bestellt. Sweet Candies und was war damals noch dabei? White Chocolate Bunnies. Und gab es da noch einen dritten? Weiß ich gar nicht mehr. Und ich glaube, die Hasen machen schon wieder Unfug. Jo, ich glaube, ich werde als erstes jetzt das Glas anmachen und mich bei der Manu melden. Endlich, weil ich das Paket geöffnet habe. Und ja, meine neuen Schätze sortieren und mir währenddessen schon mal überlegen, was ich als nächstes in der Wohnung verteile. Und ich glaube, es wird Zeit, dass meine Duft- und Kerzenleidenschaft wieder so ein bisschen erwacht, weil ich habe wirklich extrem viele und schöne Schätze bei mir liegen, die einfach in den letzten Wochen und Monaten vernachlässigt wurden, was ich nicht so schön fand. Aber was soll man machen? Wenn das depressive Hirn auf nichts Bock hat, dann muss man es trotzdem lieb haben. Liebe Manu, ich danke dir für dein tolles Paket. Ich hoffe, ich konnte alle anderen ein bisschen unterhalten mit meinen Duftimpressionen. Obwohl ich jetzt nicht der beste Duftbeschreiber bin. Und ja, ich freue mich total. Und werde es mir hier mit den Schätzen ein bisschen gut gehen lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wann auch immer das sein wird. Bis dahin, tschüss!